Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben heute wieder Turniertag und zwar ist heute wieder einmal das erste Mal, Springreiterwettbewerb mit Skoda. Wir sind gespannt, was das wird. Wir haben ja jetzt nicht ewig lange trainiert, wir haben aber gedacht, wir sind sowieso für einen Reiterwettbewerb mal wieder erstmal da und haben dann einfach den Springreiter auch genannt. Und wir gehen jetzt erstmal gucken, wie weit Mia mit ihren Turniervorbereitungen ist. So, wir luschern jetzt mal hier um die Ecke. Moin! Moin! Na, wie weit bist du? Angezogen bist du ja schon. Mann, das kittet im Ohr. Was? Haare? Ja. Da ist sie. Da habe ich wieder glatte Haare. Ja, weil nicht geflochten, ne? Voll die langen Dinger. Guckt euch mal an, wie lang die sind. So. Dann machen wir jetzt mal Haare. Entschuldige. Und du musst einfach gucken. Ich weiß nicht, ob die ihnen die Musik am meisten stört. Nee, die Musik stört ihn nicht, das Klatschen vielleicht. Aber du musst so einfach reiten. So wie immer. Einfach reiten. So wie in der Ecke, wenn da was gruselig ist. Der ist ja nicht so, dass er deswegen durchdreht. Der geht wahrscheinlich, der will dann da wahrscheinlich nicht lang gehen, aber das ist dann. Oder er wird vielleicht ein bisschen schneller von alleine mal, weißt du? Aber. Wir müssen es einfach ausprobieren. Lauren sagt, da passiert eigentlich nichts. Klar, wenn ihn jetzt im Galopp einer da überholt und ihn da einquetscht zwischen Bande und Sprung, sie ist natürlich aber anders. Aber ich glaube nicht, dass wenn ihn jemand im Galopp überholt, dass er dann hinterher. Nein. Weil so ist er eigentlich. Nee. Der ist viel zu faul, um sich so zu bewegen. Deswegen, sie sagt auch, bleib im Trab. Und im Reiterwettbewerb ist die Ehrenrunde eh im Trab. Gewesen. Genau. Bei Sam, der will dann immer hinterher. Ja, das kann sein, dass er da auch will. Ne? Ja, dann ist das halt so. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja. Hallo? 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 Nee, du gehst mal da weg. Komm, geh durch da. So. Jetzt hat Mia erstmal ihren Zopf. Hallo. Schön ist anders, aber wird wohl halten. Ey, nicht bewegen, wenn du immer hin und her. So. Geht ja wohl. Also der war schon mal besser, aber ich krieg's nicht besser. Egal. So, Skodi, wir ziehen dich jetzt erstmal aus, ne, Schubi? Ja, ich hatte gedacht, wir machen zwei Abschnittsdecken drauf. Die, erst die von, also seine eigene und dann machst du die von hier oben drüber, okay? Ja, weil der kalt. Ja. Da wollen wir seine dicken. Nee. Die sind zu dick. Ja. Wow. Deswegen sind wir da, glaube ich, ganz gut mit bedient, wenn wir. Ey, du bist aber schön warm da drunter. Du brauchst ja strick und kalt. Da hinten noch den Strick um den Hals. Machen wir jetzt ab. Machen wir jetzt machst du den Strick hier ein Stück weiter nach vorne. Und ich mache das jetzt einfach hier runter. Okay, fein. So. Wo ist das Halfter? Hier. So, Skoda hat jetzt zwei Decken drauf, weil. Deine Dicke ist zu dick und eine ist zu dünn. Wir haben 2 Grad, hat heute Nacht wieder gefroren. Ja, ist echt kalt. Ja. Wollen wir dann los? Ja, ich glaube, Skoda freut sich total. Voll. Sich zu bewegen, das ist doch ganz schön, oder? Ja, da wird ihm warm. Das ist sogar heute Spring, Skoda. Ja. Duffy müsste drin sein, Ralf. Ich meine nicht. Nee, Clara ist auch drin. Ich hab die nicht mit rausgenommen. Happy, happy. Skoda, einen halben Schritt muss noch vor, komm. Danke. Also, wir sind jetzt unterwegs und ich bin mega gespannt, wie das heute mit Skoda klappt. Und beim Springreiter ist jetzt erstmal meine Einstellung, wenn ich durchkomme, dann ist das gut. Und wenn ich nicht durchkomme, dann ist es halt so. Was sagst du, Mama? Ja, dann wird weiter geübt sowieso. Ja. Du musst nur vorwärts reiten. Ja. An Zulegen denken. Ja. So, wir gehen jetzt erstmal zur Meldestelle und müssen in Erfahrung bringen, ob Mia um 10, um 10:30 oder um 11 reitet. Ja, mal gucken.
Oh, hier können wir gar nicht durch, Mia. Das ist ja auch interessant. Mit Pferd, dann müssen wir da mit Pferd da hinten nachher lang. Ja, aber hier können wir doch rüber gehen. Ja, jetzt so, ja. Aber Scooter soll da nicht rüber gehen. Nee. So, Scooty. Auch wenn du dich hinten voll gekackt hast, der Schweif, der verdeckt das meiste. Ja, ne? Ja, da kannst du sowieso nichts dran machen, wenn er... Was soll ich noch machen? Ich kann ja nicht das Pferd sonst wie einpacken. Ne, Scooter? Kleiner? Großen Scheißer? Kannst du ihn noch mal festhalten? Ich würde ihm eigentlich gerne erstmal Gamaschen dran machen noch. Weil er keine Zeit hat. Weil sonst hängt die so fest da dran, wenn man reiten müsste. Und die geht dann von alleine so aus. Denk an Stellung auch ein bisschen, Mia. Lass ihn nicht immer so dahin dackeln. Na, guck mal. So, inneres Bein. Lang, Bein lang lassen und du musst ihn arbeiten, ne? Und nicht nur laufen lassen. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. So, genau. So, genau, super. Nee, mit ihm. Sam kann nicht. Ach so. Nee, der steht seit 3 Wochen. Na toll. Mhm. Warte mal, lass mich mal. Ja, hier. Aber das. Halbe holen. Ja. Und die Schleife. Vor und reit rechts rum. So. Einfach hinter der anderen her. Genau.
Das muss er einfach auch lernen jetzt und das muss sie auch lernen. Super, guck mal. Dann packt er halt mal ein bisschen Trab aus. Das ist doch gut. Okay, kann er doch. Oh, siehst du. Der will dann halt los und dann ist es doch gut. Und dann habe ich die erste Gedanke. Bremse. Ja, genau. Das war gut. Alles in Ordnung. Lob ihn mal. Hat er gut gemacht. Fein. Super. Reit mal, weiß ich auch noch nicht wohin. Erstmal raus. Weil wenn du vorne festhältst, dann geht er nur rückwärts, ne? So, super. So, wir haben jetzt Skoda erstmal verladen. Der darf jetzt eine gute Stunde chillen. Mit 82 Zeichen. Und Mia hat eine Lightbox. War da drin in deinem Beutel? Ja, so eine kleine, so 15x4x10,5. Ja, cool. Die andere, die ich mal hatte, war auch so groß. Was ist da noch drin? Das hier, ich weiß nicht genau, was das ist. Das sieht aus wie so ein geschnitztes Schwert. Nee. Hm? Das ist ein Magnet. Ach, cool. Das ist ja süß. Zeig mal. Guck mal, sieht aus wie so ein Schleichpferd. Mhm, das ist ja niedlich. Das sieht schön das aus. Das ist süß, ja. Pack ich mal wieder hier ein. Und deine Schleife zeigt nochmal. Ja, und da war noch irgendwas anderes drin mit drei Leckerlis. Ja, genau, das hat Papa gezeigt. Letztes Mal gab es noch einen ganzen Beutel Leckerlis. Warte, was ist das? Lesezeichen? Ja, das ist ein Lesezeichen. Zeig mal. Hier. Ja? Das gibt es zweimal. Achso, also hast du 6 Leckerlis gekriegt. Was ist das? Staufenbiel, Sattlerei. Mhm, okay. Irgendwas. Ein Rabattcode oder so. Ein Teil davon. Ja, cool. Super. Und deine Schleife? Meine Silberne. Sehr schön. Weiße Schleife. Guck cool. mal, weiß passt zu Skoda. Ja, das stimmt. Vielleicht sollte er mal gelb sein. Willst du dein Handy haben? Was? Ich würde es nämlich vorhin auf deinem Handy. So, Mia, was machen wir jetzt? Essen. Das ist am wichtigsten, ne? Ich hätte jetzt gedacht, genau, wir gehen jetzt was essen. So, nach den obligatorischen Turnierpommes gibt es jetzt Crepe. Und der ist noch so heiß, den kann man ja gar nicht anfassen. Und dann geht es gleich weiter mit dem Springreiter hier, ne? Kannst du sprechen? Schlecht, ne? Ja, wir müssen gleich wieder Scooty fertig machen. Aber iss mal erst in Ruhe auf. Ich muss mal gucken, welche Gurt ich nehme. Ich nehme aber, glaube ich, erstmal den alten. Da ist noch das Preis, da ist noch das Schild dran. Wo? Hier an dieser Seite. Ja, das ist Eskadrille. Ich bin auch schon. Bruder. Noch ein bisschen eng, oder? Ja, das war auch so. Und wie das wieder passt. Der passte nicht mehr neulich. Da habe ich mir die Pfoten sowas von abgebrochen. Das ist ja jetzt der zweite geht besser, glaube ich. Schon leicht dagegen. Nagelneue Schabracke aus dem Hausbrands Adventskalender. Ne, Scooty? Willst du ihn rüber reiten? Ich weiß nicht. Okay. Und vor allen Dingen, also wenn er beim Abreiten anhält, da kann dann ist mir das egal, aber bei der Prüfung bin ich mal. Wäre es gut, wenn er durchgeht. Da flüssig durch, okay? Das wäre super. Das wäre richtig super. Das würde ich total schätzen. Schätzen würdest du das?
Dann wäre ich dann. Ja. Ja, den kann ich jetzt schon gurten. Dann kriegst du auch keinen Ärger. Nee, lass es mal. Ja. Guck mal, funktioniert doch. Nein. Darf ich mich jetzt anziehen? Ja, oder wenn du Papa dann eben das Pferd gibst, wenn du nachher willst, du die Fressen schleifen kriegen solltest, kannst du sie hier reinmachen. Das ging auch so verloren. Okay? Genau. Ganz viel Platz. Super. Reit weiter. Um mich rum. Komm vorwärts. Der hat einfach zu gehen. Genau. Super. Irgendwie voll guten Halt, wenn die Stiefel geputzt sind. Ja, weiter. Handwechsel rechts rum jetzt, um die Stangen rum. Hopp, vorwärts. So, der muss schon ein bisschen Gas haben, ne? Was? Stangen! Komm! Nee, weiter. Rüber da, im Schritt rüber. Der hat nicht anzuhalten. Jawohl. Gut. Nicht zu gehen, da musst du vorher schon, wenn er blöd guckt. Jawohl, super, lob ihn. Hat er gut gemacht. Lass ihn nicht gucken, auch wenn die Stange gelb ist. Weiter. So, nochmal. Ganz genau, der darf nicht vorher gucken. Da musst du vorher reagieren. So. Als wenn er da, weil da eine Stange auf dem Boden liegt, doof gucken muss. Wenn, sonst macht er das, nee, sonst macht er das dann auch gleich, ne? So, genau. Jawohl, loben. Anfang an musst du da richtig rüber. Jawohl. Einmal noch. Dann haben wir Trappstangen für hier erstmal abgearbeitet. Immer noch Kaffee schwarz, ne? Ja, ja. Aber ich hab Sophie wird lieber nicht auf den Platz kommen. Okay. Ganz genau. Zügel ein bisschen nachfassen. Die sind zu lang. Du musst Verbindung haben, ne? Genau. Aha, jetzt hat es einen Gang drin. So ist gut, Mia. Wenn du durchparierst, gurt dich nochmal und mach dir mal einen Knoten in deinen Zügel, sonst hängt er gleich wieder in deinem Steigbügel fest. Aber denk dran, du reitest, lässt ihn nicht gucken, reiten. Jawohl. Gut. So, denk an zulegen, komm, reit hin. Gut. Ich habe es auch nur herausgefunden, weil die anderen alle weggegangen sind. Ja. Ich war mir nicht sicher. Gut. Was sagt Peppi? So. Und jetzt angaloppieren, komm. Galopp, hopp. So, genau. Super. Dann kommst du gleich nochmal den Ochser. Was? Ochser. Zulegen. Hopp. So, zulegen. Gut. Ja, der guckt ja immer noch mal ein bisschen. Und weißt du, wenn sie die Zeit hat, dann soll sie die doch auch nutzen, statt da im Kreis rumzurödeln. Ich hätte ihm jeden Sprung einmal gezeigt. Ich hätte ihn da vorgestellt. Also nach Prüfung hat man gesagt, der erste Springreiter. Der allererste. Weiß das doch natürlich, Alice. Ich habe den nachgebaut. Ich habe wieder. Ich habe mich schon probieren. Gewundert, als ich sie hier gesehen habe, weil ihr davon ja nichts irgendwo geschrieben habt. Mit Absicht nicht. Wir wollten uns den Druck nicht machen, weißt du? Ja. Wenn du das groß ankündigst, nachher ist irgendwas. Ich finde das immer blöd. Wir kündigen nichts mehr an.
Bitte? Müssen wir ja auch nicht. Wir sind ja auch keinem irgendwie Rechenschaft schuldig. Kommt ihr morgen auch wieder? Nee. Jetzt haben wir Abteilung. Der ist krank. Marsch. Ach stimmt, ihr wart mit denen in der Klinik. Ja. Und dann würden wir gerne den gleichen Sitz sehen, beziehungsweise Entlastungssitz. Jetzt hat er Spaß. Das findet er gut. Das macht ja auch Spaß. Der hat auch viel mehr Spaß an Springen als an der Dressur. Ja, Leute, Springen ist auch einfach besser. Du verwendest zum Arbeitstag. Ja, das ist auch. Das ist ja. Aber das kann sie mittlerweile halt handeln, ne? Hat sich auch einfach krass gemacht. Das ist auch voll und jeder, der sich bei einem Zustand im Arbeitstermin links angaloggieren und dann auch wieder an den gleichen Sitz denken. Galopp. So. Ja, er hat Spaß. Sitz bzw. Entlastungssitz, ganz warm. Ja, ist natürlich so. Ja, klappt doch. Hat doch mal was zu tun. Das hat ja aber gut gemacht, dass du da ein bisschen in die Bande. Ja, alles gut. Das ist so, da musst du jetzt durch. Abteilung. Wer hier Spaß hat, so lacht, lachen tut sie. Lichtspringerin weiterfassen, ein bisschen auf für den. Dein. Dein Turn ist das, glaube ich, mir. Ja, stimmt. Und dann habt ihr beide einen besseren Abschluss. Klatschen. Dann die nächste bitte. Ja, das kann auch noch nicht so ab. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die beiden machen. Hast du toll gemacht, Maus. Hallo. Ja, gut. Das war das, was wir wollten. Gut. Ja, die 30. Ja. Bei mir war anfangs in der Dressurteil häufiger mal ein bisschen Außenstellung. Das Grundtempo könnte sie noch so ein bisschen mehr regulieren. Der leichte Sitz ist schon zum großen Teil sicher. Wir hätten aber gerne noch gesehen, dass das, der leichte Sitz zu Stufe 2 noch ein bisschen ausgeprägter gewesen wäre, aber alles in allem vom Strich her schon auf den richtigen Weg, eine 7,3. 7,3 ist richtig gut. So, Emma, jetzt hast du es auch in unser YouTube-Video geschafft. Das hat er richtig toll gemacht. Hat er richtig toll gemacht. Dann geh mal raus hier. Super. Ja. Dritte. Ja? Ja, reit mal Schritt. Ich weiß nur nicht, ob draußen oder drinnen. Das war richtig gut. Das war aber eine 7,3, Mama. Ja. Ich habe manchmal mit Sam mich mal. Ja, sehr toll. Gut. Frau Lürsen, ich glaube, du hast bei deinem ersten Springreiter mit deinem Nachwuchspferd den dritten Platz gemacht. Aber ich weiß nicht, darf ich die anderen mitreiten? Probier's. Aber ist die im Galopp? Ja. Ey, das wird nicht anders als eben. Reite. Dann lass ihn ein bisschen laufen, fertig. Mach doch nichts. Aber ich hab lieber. Oder du bleibst im Trab. Ich überhole mich nicht. Dann bleibst im Trab. Alles gut. Oder, wie gesagt, Wir gucken gleich mal. Auf den dritten Platz. Mit einer Wertnote von 7,3. Mia Gürsen. Mit Bacona Soda. Thank you.
kommen. Ja, trab einfach an. Trab an. So, genau. Ganz in Ruhe. So, genau. Das ist die erste Ehrenrunde mit dem. Und brrrt. Aber die müssen klären. Das ist halt einfach so. Super, Mia. Brrrt. Nicht klatschen, bitte. Nicht klatschen, bitte. Brrrt. Immer mal nachgeben. Gut. Loben. Alles super. Fein gemacht. So, okay. Warte, halt an, ich nehme die. Nicht? Ich nehme sie, habe ich gesagt. Ja, dann mach sie doch nicht noch ab. Wir müssen gleich noch ein Foto machen. Ne? Ja. Jetzt reiten wir erstmal zurück. Hättest du das gedacht, Mia? Wo soll ich lang reiten? Ist egal. Wir reiten mal darüber, das ist, glaube ich, sinnvoller. Das hat er richtig toll gemacht. Ja. Guck mal, dritte. Zweimal. Richtig gut. Ganz toll. Gut, dass wir das gemacht haben, hä? Ja, das muss Lauren auch wissen. Ja, wird sie wissen. Wieso? Und ja, wenn ich ihr das schicke. Vielleicht weiß Nathalie dann auch schon, weil sie uns wieder auf Facebook. Richtig, richtig toll habt ihr das gemacht. Ja. Hat die anderen Pferde hinterhergekommen? Nö, der hat. Das war alles in Ordnung. Aber ich konnte nichts anders machen. Ja, ist doch nicht schlimm, aber du kannst ihn ja bremsen, oder? Der galoppiert halt nur. Du kannst ihn ja bremsen. Der bockt nicht, der macht nichts. Alles supi, da musst du dich jetzt dran gewöhnen. Nee. Ehrenrunden sehen so aus mit ihm. Ja, toll. Das wird aber auch noch besser. Bei Sam war das auch so. Die klingen aus wie Ehrenrunden beim Springen irgendwie. Ja, da musst du jetzt mit leben. Also wenn ich Schleifen haben möchte, muss ich wohl damit leben. Ja. Ah, guck mal, das Beste, was ich im Springen gekriegt habe. Und dann direkt mit Skoda, beim ersten Mal. Na, eine 7.3 hast du mit Sam auch schon gehabt, ja, im Springen. Ja, aber die beste Schleife. Ach so, stimmt. Das ist richtig. Endlich mal nicht vierte, ne, sondern dritte. Zweimal. Vielleicht muss ich Skoda öfter nehmen. Ja, ja, so, also ich glaube, das war ein total toller, erfolgreicher Tag hier mit den beiden. Das war der beste Turniertag, den ich je hatte. Ja, morgen kommt noch einer. Ja, aber jetzt, ich glaube, du musst mit dem echt ins Springen reiten, ne? Ja, dann kriege ich, aber die Dressur will ich auch reiten. Ja, sollst du auch. Das macht mit ihm auch echt Spaß. Aber der hat das gut gemacht heute. Du auch. Guck mal, beim Schleifen mit der Musik hat das schon ganz so gut. Nee, eben, deswegen, einfach reiten, sag ich ja immer. So, wir sind fertig. Skodi ist abgesattelt, den verladen wir gleich wieder. Und ich wollte noch mal was sagen. Sag mal was. Ich habe nach der Ehrenrunde so gezittert. Aber das Komische war, ich habe mich bei Skoda dabei sicherer gefühlt und war irgendwie mehr entschlossen davon, dass ich ihn angehalten kriege, als wenn ich das mit Sam. Ja, ist auch so, den kriegst du ja auch schnell angehalten. Sam, der will dann trotzdem hinter den anderen hinterher. Ja. Nee, der will nicht hinterher, der hatte Angst wegen der blöden Schleife. Ja, weil die so, ihn so da dran, das hat er, fand er doof. Ich weiß noch nicht, wie wir das regeln mit der Schleife, aber. Das mag er einfach nicht. Ansonsten musst du die Schleifen einfach dann nehmen. Oder du musst die in deine Weste machen und die Schleifenbänder reinstecken. Stimmt, ja. Das probieren wir nächstes Mal. Ja, die Richterin, ich wusste nämlich nicht, was er macht, wenn wir die da ranhängen. Deswegen haben wir es einfach erstmal gemacht. Die Richterin hat das. Das geht eigentlich auch, ja. Aber ich meine, wenn du die vorne in deine Weste hängst und dann die Schleifenbänder innen reinsteckst. Das kann Lauren ja vielleicht auch nochmal üben. Ja, genau. Wenn du meinst, es war nur die Schleife, die ihn so irritiert hat. Ja, ich denke, weil sonst wird der. Das hat er nämlich schon gemacht. Was machst du da? Ich muss das wieder hier hinlegen. Aha. Kann ich hier nicht sitzen. Ach so, okay. Ja, du musst sowieso auf der dicken Futterschüssel sitzen, aber die finde ich richtig gut. Cool, oder? Ja, voll gut. So, wir verladen Skoda mal eben, ne? Ja. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Wir sind auch gleich zu Hause. Ich muss jetzt das Handy zum Film nehmen, weil unsere Kamera leer ist. Und ich bin auf jeden Fall richtig zufrieden mit dem Tag heute. Morgen geht's ja weiter. Das seht ihr dann im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch, abonniert uns und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Und wir würden uns total über einen netten Kommentar von euch freuen. Tschüss!